Ganz herzlich willkommen zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei ATV. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Ausgangspunkt zu dieser Debatte ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-Staatsvertrag. Es sind hier sicherlich ein paar Vorgaben gemacht worden. Jetzt gilt es einfach zu überprüfen, ob diese Vorgaben auch für Bayern letztendlich Anwendung finden, ob wir hier Handlungsbedarf haben. Aber ich sage prinzipiell mal, bei uns sind schon viele Vorgaben letztendlich eingehalten. Also man kann sicher darüber nachdenken, ob ein Drittel Besetzung aus Bereich Politik, also Landespolitik bzw. Staatsregierung und Kommunalpolitik zu viel ist. Aber ich glaube, insgesamt die Größenordnung stimmt. Das Problem an der Zusammensetzung ist, dass seit Jahrzehnten da nichts verändert worden ist und das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich des ZDF ja auch gesagt hat, man muss näher an die gesellschaftliche Realität hinein. Das heißt, neue Gruppen müssen reinkommen. Das heißt auf der anderen Seite, dass der Einfluss zum Beispiel der Politik ein Stück weit zurückgedrängt werden muss. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Die Pflege ist natürlich eine große Herausforderung für uns alle. Wir sind in einer Gesellschaft, die älter wird und die natürlich dann auch Pflegebedarf braucht. Wir sind zum einen dran, auf Bund-Länder-Ebene das Pflegestärkungsgesetz auszubauen, wollen aber auch Leistungsverbesserungen letztendlich bei verschiedenen Positionen haben und sind auch dabei, den Betreuungsschlüssel anzupassen, damit letztendlich auch mehr Personal in den Pflegeheimen untergebracht werden kann. Und abschließend ist es auch ganz wichtig, über eine Familienpflegezeit zu debattieren und auch die wollen wir in diesem Bund-Länder-Programm mit letztendlich aufnehmen. Man muss bei der Pflege zu Hause schauen, dass es höhere Budgets gibt. Das heißt, dass sich pflegende Angehörige auch mal Entlastung in Anführungszeichen einkaufen können, also Pflegekräfte, die nach Hause kommen. Mindestens so wichtig ist aber, dass wir mehr in dem Bereich Nachtpflege machen. Da gab es bisher kaum Plätze. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei ATV. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann wieder in der kommenden Woche zu Plenum TV. Bis dahin, Servus.